Einen schönen guten Abend, liebe Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und auch lieber Moderator Robert Schrenk. Ich darf damit beginnen, meinen Kollegen, mit dem ich also gemeinsam diese E-Lecture durchführe, vorzustellen. Es handelt sich um Klaus Astl. Klaus ist auch E-Learning-Koordinator von E-Education für Tirol, zuständig für die neuen Mittelschulen, unterrichtet an einer neuen Mittelschule und ist auch Experte beim Thema Tablets. Also er hat in seiner Schule auch Tablets und die sehr viel im Einsatz. Und lieber Klaus, du wirst jetzt auch noch mich vorstellen. Ja, einen schönen guten Abend zuerst an alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Andrea Bruck, glaube ich, braucht man ja fast nicht mehr vorstellen. Sie ist E-Learning-Koordinatorin für die neuen Mittelschulen in Tirol und das schon seit es diesen Posten gibt. Und sie hat das Ganze ja auch studiert, hat eben einen Abschluss gemacht und hat das nicht nur von der Pike auf gelernt, sondern auch theoretisch total durchdrungen. Jetzt gehen wir aber in unsere E-Lecture. Danke, Geht los. Klaus. Ja, unser Thema lautet Unterrichten mit Android-Tablets. Und Sie werden im Laufe dieser E-Lectures nicht nur didaktische Szenarien und Einsatzmöglichkeiten kennenlernen, wie man also mit Tablets unterrichten kann, sondern es geht auch vor allem darum, die ersten Schritte zu überlegen. Also sollte man beachten, wenn man jetzt mit Tablets arbeiten möchte, wenn man Tablets anschaffen möchte? Welche Punkte gibt es da, auf die man besonders achten soll? Also auf das werden wir besonders auch eingehen im Rahmen dieser E-Lecture. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, bitte schreiben Sie diese Fragen in den Chat. Wir werden versuchen, möglichst rasch darauf zu antworten oder die offenen Fragen dann am Ende der E-Lecture noch einmal aufgreifen. Wir gehen weiter auf die nächste Folie. Und Sie werden sich jetzt wundern, was dieses alte Bild aus dem Jahr 1917 bei einem so modernen Thema eigentlich soll. Sie sehen da ein Mädchen eingekreist, rot, kritischer Blick. Ja, es handelt sich tatsächlich um meine Großmutter, die leider nicht mehr lebt, die damals eben vor 100 Jahren da zur Schule gegangen ist und sich immer ganz unglücklich gefühlt hat. Also so viele Kinder, alle haben das Gleiche zur gleichen Zeit machen müssen. Keine Individualisierung war möglich, keine Differenzierung. Und ich bin mir sicher, wenn meine Großmutter 100 Jahre später zur Welt gekommen wäre und das Glück gehabt hätte, in so einer Tablet-Klasse unterrichtet zu werden, dann hätte sie ihr Potenzial voll entfalten können. Wir werden heute im Laufe der E-Lecture auf verschiedene Fragen eingehen, nämlich auf die Frage, warum man überhaupt Tablets im Unterricht einsetzen kann, wozu sie überhaupt geeignet sind, welches Gerät passt für mein Unterrichtskonzept. Wie sind die technischen Rahmenbedingungen? Wer wird mit einbezogen? Und weiter und so weiter und so fort. Also viele Fragen gibt es da eben heute zu beantworten. Ja, und Tablets bieten also viele Vorteile. Einige haben wir hier aufgeführt. Also sie sind schnell verfügbar. Es ist ideal, wenn die Schüler die Tablets immer bei sich auf ihrem Arbeitsplatz liegen haben. Dann können sie sofort verwendet werden. Ein geringes Gewicht der Tablets, lange Akkulaufzeiten. Sie sind benutzerfreundlich. Und also ganz viele Vorteile, die Tablets bieten. Vor allem aber flexibles Lernen, kreatives Lernen, das sind wirklich die großen Highlights. Und die höhere Motivation, das hätte eigentlich fast an die erste Stelle gehört. Wenn man den Schülern und Schülerinnen Tablets in die Hand drückt, dann vergessen sie meistens, dass sie jetzt lernen, sondern sie meinen, sie spielen an den Tablets. Ja, ein Tablet ist ein Universalgerät. In dieser Folie sehen Sie einige Möglichkeiten, wofür man auch in der Schule diese digitalen Lernbegleiter einsetzen kann. Als Nachschlagwerk, als digitales Buch, als Schulungsheft, als kreatives Werkzeug zum Erstellen von Videos, Foto- oder Audiodateien. Ein Gerät zum Üben, Wiederholen, Überprüfen, Zeichnen und so weiter. Dazu gibt es eine Fülle von Apps oder Tools und das Schöne daran ist, die meisten sind sogar gratis oder sind wirklich nur um ein paar Euro zu erwerben.
Jetzt darf ich aber schon noch eine Zwischenfrage stellen, Klaus. Dieses schöne Bild, das man da sieht auf dem Tablet, das muss sicher eine Tiroler Landschaft sein, ja? Natürlich, das ist der Zierrheiner See im Rofan. Im Hintergrund sieht man den Rofanspitz und ganz hinten den Hochischwechselpark im Rofan. Ein Geheimtipp. Ja, genau. Ja, und Tablets können also ganz vielfältig eingesetzt werden. Das eine textuell für digitale Lehrbücher, also die dann also nicht nur Texte, sondern auch Videos und Online-Tests integriert haben. Dann kann man sie medial einsetzen, eigentlich klar, das sind dann Lehrvideos oder zum Beispiel Hörbücher, vor allem interaktiv. Das ist der große Vorteil auch von den Tablets. Man braucht natürlich dazu Internetzugang, ist klar. Man kann verschiedenste Apps über das Internet auch spielen bzw. verwenden. Und man kann Quiz machen, hat Zugriff auf Lernplattformen und so weiter. Und das Ganze ist natürlich auch produktiv. Also die Schüler können Lernmaterial selbst erstellen. Ja, und ich werde Ihnen jetzt ein Unterrichtsszenario vorstellen, wo also viele, viele verschiedene Möglichkeiten und Funktionen zum Einsatz kommen, so als bestes Beispiel. Und wenn Sie sich also in der Mitte dieses Bild anschauen, früher hat man also dazu eine eigene Kamera, eine Videokamera, eine CD, ein Mikrofon, Stifte, Blätter, Lineal, Bücher und dergleichen mehr gebraucht. Das alles und doch viel mehr vereint eben ein Tablet. Und in diesem Unterrichtsszenario, das ich jetzt in mehreren Schritten vorzeigen werde, geht es also nicht nur darum, dass man das Internet nutzt, um Texte zu lesen. Wir werden dann auch einen Quiz kennenlernen, sehen, wie die Schüler Videos aufnehmen, wie sie fotografieren, welche Möglichkeiten es gibt, das Tablet auch als Zeichengerät zu verwenden oder als Audioaufnahmegerät und sogar als Heft oder als Lerntagebuch. Und das Thema, das wir uns dazu ausgesucht haben, ist ein Thema für bildnerische Erziehung oder für den Deutschunterricht auch gut geeignet und nennt sich Pop Art. Pop Art ist eine Kunstrichtung und zwar eine Kunstrichtung aus den 1960er Jahren, die sehr aktuell war, nicht nur in Europa, auch in Amerika. Und Sie haben vielleicht schon öfter Bilder gesehen von Pop Art, die erinnern nämlich sehr stark an Comics. Durch diese bunten, knalligen Farben, durch diese Rahmen, bei diesen Farbflächen mit diesen schwarzen Rahmen. Und in Pop-Art-Bildern sind sehr häufig auch Wörter integriert. Und dieses Thema lässt sich wirklich sehr, sehr gut im Unterricht, gerade mit Tablets, umsetzen. Sie sehen hier auf dieser Seite, auch auf der linken Seite, ich versuche mal da den Stift zu aktivieren, mit einer entsprechenden Farbe. Ja, hier, das kreise ich jetzt da ein. Hier sehen Sie etwas, das nennt sich, das ist ein QR-Code. QR steht für Quick Response, schnelle Antwort. Das Problem, das man bei Tablets eben hat, wie gelangen die Schüler auf eine entsprechende Webseite? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sie auf Internet, auf Webseiten zugreifen können. Und eine ganz schnelle Art, deswegen auch Quick Response, ist das Zugreifen, indem sie mit Hilfe einer eigenen App, und zwar darunter haben wir ein Bild eingescannt, wie so eine App ausschauen könnte. Es gibt ja mehrere, die heißt in unserem Fall QR-Droid, Code-Scanner, wie Sie mit Hilfe einer App eben diesen QR-Code oben einscannen. Das heißt, Sie präsentieren entweder in Ihrer Klasse mit dem Beamer den QR-Code und alle Schüler fotografieren den mit der App oder jeder Schüler erhält einen Platz ausgedruckt, wo dieser QR-Code eben für die Schülerinnen und Schüler verfügbar ist und kann dann auf die entsprechende Seite zugreifen. Ich gradiere jetzt diese Rahmen wieder weg und gehe gleich auf die nächste Seite. Und wir haben das so gemacht im Unterricht, die Schüler haben über das Thema Pop Art noch nichts gehört. Sie haben sich zuerst nur eben einen kurzen Text im Internet durchgelesen und haben dann einen Quiz bekommen, und zwar nennt sich der Quiz das Quiz-Tool, Kahoot, und haben dann eben aus diesem Text mehrere Fragen eben beantwortet. Ja, und jetzt kommt ein kleiner Quiz für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wer jetzt an einem Computer sitzt, der sollte vielleicht irgendwo einen Internetbrowser öffnen, die Adresse Kahoot IT eingeben. Ich schreibe in den Chat hinein.
Das steht auch jetzt, nachdem wir den Bildschirm gewechselt haben, hoffentlich bei jedem auf dem Bildschirm drauf. Wer ein Smartphone neben sich liegt oder in der Nähe, der kann das Ganze auch auf einem Smartphone natürlich machen. Es gibt eine eigene App, die man auf Smartphones oder Tablets installieren kann. Dann spart man sich das Eingeben von kahoot.it. Ja, und wir sehen schon, da gibt es einige Spezialisten, die Kahoot anscheinend schon ganz gut kennen. Wenn man nämlich auf dieser kahoot.it-Seite ist, dann muss man den Game-Pin eingeben. Also diese Ziffernkombination, die jetzt da oben sichtbar ist, das ist 7064705. Und wenn man das eingegeben hat, dann ist man bei unserem Quiz schon voll dabei. Ja, der Lehrer muss bei diesem Quiz auch ein bisschen aktiv sein. Er muss nämlich den Quiz dann selbst starten. Und dann wird es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es steht nämlich dann oben eine Frage. Wir lassen jetzt unseren Teilnehmern noch ein bisschen Zeit, sich einloggen. Es war immer mehr, das ist sagenhaft. Also ich muss sagen, so aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer, glaube ich, hat es bei eLectures selten gegeben. Also, man muss dann Folgendes tun. Es wird eine Frage gezeigt, bevor man eigentlich schon antworten kann. Dann wandert diese Frage am Bildschirm ganz nach oben. Die steht nach wie vor da. Und unten gibt es vier Antworten. Die Antworten sind farbig gekennzeichnet und man muss dann einfach auf die richtige Farbe, wenn man ein Tablet hat, ein Smartphone, drauf tippen und sonst mit der Maus draufklicken. Also wir haben schon sensationell viele Anmeldungen. Also ich schätze, alle unsere oder ganz viele unserer Teilnehmerinnen sind sehr computeraffin. Gut, jetzt Andrea, wenn du so nett bist und den Startknopf drückst, are you ready? Hier steht jetzt die erste Frage. Diese Frage wandert jetzt nach oben und unten gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Das Ergebnis hängt davon ab, ob man die richtige Antwort angeklickt hat und wie schnell man diese Antwort angeklickt hat. Wir haben einen Countdown drinnen und die Zeit ist aus. Richtig, also kommt von populär und das haben fast alle richtig getippt. Und Istvan ist in Führung, er war der Schnellste. Herbert ist auf Platz 2. Bernie heißt das, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist auf dem 3. Platz. Okay, wir starten die nächste Frage. Wir haben nur 3 Fragen, wir haben das Ganze abgekürzt, nur damit man mal sieht, wie das Ganze funktioniert. Was ist typisch für die Kunstrichtung Pop Art? Aber sensationell, wie schnell die Fragen hier eingegeben werden. Also. Ja, da könnte man im Grunde genommen die Zeit abkürzen. Okay, wenn alle Fragen, wenn alle die Antwort die abgegeben haben, dann hört das automatisch selber auf. Also man muss dann echt nicht abkürzen. Wenn alle beantwortet haben, dann geht es gleich zur Auswertung und der Lehrer oder die Lehrerin muss dann die nächste Frage starten. So, jetzt schauen wir, ob nach wie vor der Istvan in Führung ist. Ja, er hat es geschafft. Istvan hat die Führung verteidigt. Herbert ist nach wie vor auf dem 2. Platz. Bernie leicht zurückgefahren aus den Medaillenrängen. Some Human Being hat ihn überholt. Und die letzte Frage. Woran erinnern manche Pop-Art-Bilder? An Comics, ja, also Sie haben mir alle offensichtlich sehr gut zugehört, aber Sie wissen das wahrscheinlich. Comics ist die richtige. Und jetzt wird es spannend. Kann Istvan seine Pole Position weiterhin verteidigen? Schauen wir uns das an. Ja, jawohl, mit 3089 Punkten ist er an erster Stelle. Ja, und gewinnt daher eine Reise nach Rom, eine Fußreise anzutreten nach Berlin. Ja, und bitte auch noch auf Ihrem Tablet oder Handy oder Smartphone eben eingeben, ob der Lerneffekt für Sie gegeben war, wie Sie sich dabei gefühlt haben und ob sowas öfter gemacht werden sollte. Das machen auch unsere Schülerinnen am Ende immer. Und wir haben dann die Möglichkeit, die Resultate uns anzuschauen, also herunterzuladen. Schauen wir uns die mal an. Und dann kann man also wirklich genau sehen, wer, welche Teilnehmer
wie schnell waren, welche Fragen eben richtig oder eben nicht richtig beantwortet haben. Also hier sieht man dann im grünen Bereich, das ist also dann wirklich noch sehr akzeptabel. Und dann gibt es auch einen roten Bereich, wo also jemand vielleicht nicht richtig geklickt hat oder keine Zeit mehr gehabt hat. Jetzt wollen wir aber, aber das lassen wir jetzt weg. Ja. Und wir wechseln auf, wieder auf den anderen Bildschirm. Gut, ich wechsle wieder zurück auf den anderen Bildschirm und wir sind wieder in unserer Präsentation. Also das war Kahoot-Quiz und Kahoot, da gibt es ganz viele fertige Quizzes, die man also wirklich verwenden kann im Internet. Man muss sich nur einmal registrieren, aber man hat auch die Möglichkeit, selber Quizzes zu machen oder so wie auch meine Schüler, die das gerne machen, die manchmal auch dann selber Quiz für andere Schüler eben auf Kahoot oder in Kahoot eben generieren. Ja, und das Schönste daran, alles ist kostenlos. Genau. Wie ist es weitergegangen? Also die Schüler haben sich einen Text durchgelesen, sie haben dann die Fragen zum Text beantwortet und jetzt haben wir, und das sieht man auf dem Bild sehr gut, wir haben hier ein Bild eingeblendet mit dem Beamer, also auf unserem E-Board, ein Pop-Art-Bild. Die Schüler haben dieses Bild noch nie gesehen und jetzt ist es darum gegangen, ein Stegreif-Rollenspiel zu machen, nämlich es hat sich ein Schüler gemeldet als Künstler sozusagen und rechts das Mädchen mit dem Mikrofon hat sich als Moderatorin gemeldet. Die Moderatorin hat von uns Fragen erhalten und diese Fragen hat sie dem Schüler gestellt und er hat ganz spontan eben zu dem Bild auf die Fragen geantwortet. Und Sie sehen also links und rechts zwei weitere Schülerinnen, die haben das Ganze dann auch mitgefilmt. Warum zwei? Ja, damit es wirklich auch funktioniert von beiden Seiten. Und im Deutschunterricht wurde dann dieses Interview dann weiter analysiert und auch, es geht auch darum, wie sprechen die Schüler, es geht um Sprache, es geht um Körpersprache, es geht um Haltung. Also dann wurde eben dieses Video dann noch einmal nachbesprochen. Wie ist es weitergegangen im Unterricht? Ja, wie gesagt, so sieht eben der Zettel mit den Fragen aus. Diese Fragen wurden eben gestellt. Weitergegangen ist es dann so, die Schülerinnen und Schüler haben sich mit ihrem Tablet dann gegenseitig fotografiert. Sie haben ein Porträt von sich fotografiert und dieses Porträt dann mit einer App, und zwar in diesem Fall war es PixArt, manche haben auch die App S-Note genommen. S-Note ist auf Samsung Galaxy Tablets vorhanden und haben dann dieses Bild im Stil des Pop-Arts, wie das unten zu sehen ist, eben entsprechend verfremdet. Ja, und dann haben die pubertierenden Schüler und Schülerinnen wahrscheinlich auch kein Problem mehr, dass sie irgendwo abgebildet werden, weil das ist ja oft problematisch in dem Alter, oder Andrea? Ja, das waren zweite Klasse, das waren 12-Jährige, die haben also an und für sich noch nicht so ein Problem mit dem Alter. Also das Foto wurde also dann verfremdet und dann in die Cloud hochgeladen. Zum Thema Hochladen kommen wir dann auch später. Dann das nächste, Pop Art, eignet sich auch sehr gut, eben um Geräusche sichtbar zu machen. Pop Art Bilder sind oft so dargestellt, wie wir sie hier sehen, also einfach ein Geräusch, ein Knall und ein Knallwort. Und die Schüler haben jetzt einfach erraten müssen oder sich überlegen sollen, welche Geräusche sind hier grafisch oder bildlich dargestellt. Und im Anschluss daran haben sie eine Aufgabe erhalten. Und zwar, sie haben wieder, hier sieht man das an, QR-Code wieder einen Link auf eine Webseite bekommen, wo, also wie man es hier im Bild rechts sieht, verschiedene Geräusche eben zum Anhören waren. Also Hammerschläge, Karten mischen, schnelle Schüsse, Trommelwirbel und dergleichen mehr. Jeder Schüler, jede Schülerin hat ihr eigenes Headset, das ist ganz wichtig, die haben alle ihre Headsets immer mit, beziehungsweise ihre Mikrofone und ihre Kopfhörer, und haben sich das dann angehört und haben sich für ein Geräusch entschieden und dieses Geräusch dann visualisiert. Und wie das ausgeschaut hat, oder so zwei Ergebnisse davon dürfen wir Ihnen präsentieren. Das linke, das war einfach ein Knall, das hat ein Bub gemacht. Er hat gesagt, wenn ein Feuerwerkskörper losgeht, und beim rechten Geräusch, da dürfte ich Sie jetzt bitten, einen Tipp abzugeben, was das rechte Bild, welches Geräusch das rechte Bild wohl darstellt. Man kann es vielleicht noch ein bisschen leichter machen für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und zwar, die Schüler haben Geräusche
aufgenommen und dann visualisiert diese im Schulhaus. Das kommt erst später, Klaus, aber du kannst es gerne vorgreifen, okay. Richtig. Na, das ich wollte es nur ein bisschen leichter machen. Ja, das waren jetzt die Geräusche, die sie auf der Datenbank oben hatten. Und später kommen dann noch Geräusche, die sie dann selbst aufgenommen haben. Stein fliegt ins Wasser, das ist schon mal ein ganz guter Hinweis. Es ist so offensichtlich, es hat mit Wasser zu tun. Gibt es noch weitere Meldungen oder Vorschläge? Jetzt haben wir Kuno Sandholzer aus Vorarlberg. Lieber Kuno, wir kennen uns ja, Klospülung ist die richtige Antwort. Also du bekommst, was bekommt ihr denn von uns? Wieder eine Reise. Immer nach Paris. Ja, ganz richtig. Das Wasser fließt ab, die Klospülung. Und wie der Klaus schon richtig angekündigt hat, der nächste Schritt ist dann gewesen, die Schüler haben dann Zweiergruppen gebildet, haben sich in der Klasse oder auch im Gang draußen im Schulhaus bewegen dürfen, auf der Suche nach weiteren Geräuschen. Und der Renner war, wie du gesagt hast, Klaus, war die Klospülung. Dabei sind aufgenommen worden, dass das Trippeln mit Schuhen zum Beispiel oder das Schlagen von Türen oder das Kratzen auf dem Fenster oder viele andere originelle Geräusche sind dabei aufgenommen worden. Was die Schüler nicht haben tun dürfen, sie hatten ganz klare Vorgaben. Sie durften niemanden beim Reden aufnehmen, also keine Lehrer, die in der Klasse unterrichten, die man vielleicht am Gang hört. Also das war eine fixe Vorgabe. Und diese Geräusche sind dann hochgeladen worden in die Cloud. Wir haben dazu Google Drive verwendet, werden wir Ihnen erklären, dann, wie das funktioniert später. Und dann haben diese Geräusche dann alle Schüler sich anhören dürfen und raten dürfen, was denn da aufgenommen wurde. Und einige haben wiederum dazu Bilder gezeichnet. Und zum Abschluss dieser 2 Stunden hat es dann die Möglichkeit gegeben, ein Feedback zu schreiben. Also wir haben eine Frage gestellt, einfach eine Rückmeldung, was sie zu dieser Unterrichtseinheit sagen. Und die Schüler haben hier auf unsere Lernplattform, wir haben da eben das Journal von der Lernplattform Moodle verwendet, hinaufgeschrieben, wie dieses Mädchen, die Sarah geschrieben hat, wie es in ihr dabei ergangen ist. Genauso gut hätte aber jemand auch zum Beispiel eine Mail an uns schreiben können oder ein Google-Formular ausfüllen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie Schüler dann so ein Feedback an die Lehrperson eben schicken können. Ja, und besonders einfach kann das Ganze natürlich mit Tablets geschehen, wenn die Tablets über eine Tastatur verfügen. Das ist ja kein Problem heute, ist eher ein finanzielles Problem, dass man eine Tastatur andockt oder wenn man Stifte zur Verfügung hat, um die entsprechenden Feedbacks ins Tablet hineinzuschreiben. Genau. Ja, wenn jetzt jemand von Ihnen Interesse hat an diesem Moodle-Kurs Pop Art, also hier sehen Sie unten auf dieser Folie auch den Link zu diesem öffentlichen Kurs, der ist also freigeschaltet, man muss sich da nicht irgendwo anmelden auf einer Lernplattform, oder Sie gehen gleich her mit Ihrem Tablet oder Smartphone und scannen den QR-Code ein und dann kommen Sie auch auf diese Seite. Wer das aber jetzt nicht machen möchte, keine Angst, Sie erhalten unsere Präsentation selbstverständlich dann am Ende und wir zeigen Ihnen auch, wo Sie dann die Präsentation finden. Aber das kommt dann auf der vorletzten Folie. Ja, der Einsatz von Tablets im Unterricht ist für viele Lehrkräfte noch Neuland. Aber immer mehr Pädagogen und Pädagoginnen können sich vorstellen, Tablets zu verwenden. Nur, wie startet man am besten mit Tablets? Worauf ist zu achten? Und im Nachfolgenden wollen wir jetzt ein bisschen darauf eingehen, wie an Ihrer Schule mit Kolleginnen, vor allem mit Teams, die Einführung von einer Tablet-Klasse vorbereitet und geplant werden kann. Und wir unterscheiden dabei 3 Phasen. Einmal die Vorbereitungsphase, in der unter anderem entscheidende Fragen zum Ankauf gestellt werden. Was ist alles vor dem ersten Einsatz in der Klasse zu berücksichtigen und schließlich, wie könnten die ersten Unterrichtsstunden mit Tablets konkret gestaltet werden. Ja, und die gute Praxis natürlich dann noch, wir möchten unsere E-Lecture heute damit starten, ja, starten ist gut, wir sind schon mittendrin, indem wir Unterrichts
Szenarios aus der guten Praxis zeigen. Und genau das war das, deswegen sind wir auch mit diesem Kahoot-Beispiel eingestiegen. Es ist natürlich ein Beispiel aus der guten Praxis. So ein Beispiel werde ich als Lehrperson, die vielleicht das erste Mal oder am Anfang ist, die Tablets einzusetzen, nicht machen. Das kommt erst im Laufe der Zeit. Also wenn Sie dann einsteigen, das werden wir dann später auch noch zeigen, dann würden wir Ihnen empfehlen, einfache Apps zu verwenden oder mit wenigen Unterrichtseinheiten zu starten. Das, was wir gezeigt haben vorher, das war natürlich dann schon die Krönung. Ja, das Erste, was man sich überlegen muss, bevor man Tablets ankauft, welches Betriebssystem verwendet. Wir haben uns heute für Android-Betriebssystem entschieden und unsere E-Lecture ist auch ganz auf das abgestimmt. Wir haben alle für und wider erwogen und sind zum Schluss gekommen, das Android-Betriebssystem für die Schule im momentanen Stadium am besten geeignet ist. Ja, was man unbedingt machen sollte, also die Ziele und Erwartungen sich einmal anschauen, die Rahmenbedingungen klären und es wäre ideal, in einem Team zu starten. Also mit einem Team und in einer Klasse zu starten und nicht gleich die ganze Schule mit den Tablets zu beglücken. Vorher muss die Bereitschaft und der Willen, sich auf Tablets einzulassen, natürlich im Kollegium geklärt werden. Wer mittun will, muss sich weiterbilden. Das ist also ganz logisch. Und wer sich nicht weiterbilden will, ja, der darf nicht mittun. Das Vorwissen der Kolleginnen und Kollegen ist natürlich zu klären, mögliche Herausforderungen und nötige Kompetenzen auch für die Fortbildungsplanung zu berücksichtigen. Ja, Spezialgebiete im Team identifizieren, wer ist denn für was verantwortlich, wer kann was besonders gut und diese Delegation dann auch schriftlich festhalten, sodass man weiß, wer ist denn für was verantwortlich. Ja, und ein Entwicklungsplan sollte erstellt werden, dass man die Rollen und Aufgaben genau verteilt, dass man vor allem im Team arbeitet. Das ist ganz wichtig, dass es kein Einzelkämpfertum gibt, sondern dass man gemeinsam an diesem Projekt arbeitet. Worauf man jetzt ganz besonders achten sollte und was man nicht machen sollte, dass man irgendwo in einen App-Wahnsinn verfällt. Also nicht unendlich viele Programme auf den Tablets installiert und möglichst viele auch gleich mit den Schülern ausprobieren will. Das wäre dann ein Informations-Overkill und das würde wahrscheinlich dann vom Wesentlichen ablecken. Ja, und weil du angesprochen hast, Klaus, diese schulinternen Fortbildungen oder schulübergreifende Fortbildungen, in allen Bundesländern gibt es nämlich E-Education-Koordinatorinnen und Koordinatoren. An Ihrer Schule müsste es oder sollte es auch eine E-Learning-Kontaktperson geben, die dann Verbindung hat mit diesen Koordinatoren und vielleicht so eine schulübergreifende oder schulinterne Fortbildung auch dann organisieren kann. Also das würden wir Ihnen sehr empfehlen, auf das Know-how von anderen Schulen zurückzugreifen, die bereits Erfahrungen haben, ja, mit Tablets. Ja, Andrea, welche methodisch-didaktischen Überlegungen liegen dem Einsatz von Tablets zugrunde? Also mir gefällt der Satz sehr gut, use IT to learn better. Also früher war es immer so, man hat einfach die Technologie gehabt zum Lernen. Aber jetzt soll die Technologie unterstützen. Das heißt, es geht nicht nur so sehr um die Technologie, sondern es geht um den Lernerfolg. Es geht also darum, was kann dieses Gerät dazu beitragen, um einen Mehrwert beim Lernen zu erzielen. Wie kann man individuelles und differenziertes Lernen eben einfach durchführen mit diesen Geräten. Und gerade mit diesen Geräten ist das sehr gut möglich. Wir werden dann noch weitere Beispiele zeigen. Gerade auch für kreatives Arbeiten eignen sich vor allem Tablets. Wir haben das schon gesehen vorher. Medienproduktion, Audio, Text, Video, Bild, alles das vereint dieses Gerät und das kann genutzt werden. Und was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass das Lernen nicht nur innerhalb der Klasse, sondern auch außerhalb des Klassenzimmers auch im Freien stattfinden kann. Also man kann die Tablets leicht irgendwo einpacken und mitnehmen, sei es zum Beispiel bei einer Exkursion in ein Museum oder dergleichen mehr und da auch das Tablet zum Dokumentieren verwenden. Also es ist schnell einsetzbar, wie der Klaus gesagt hat.
immer verfügbar. Und das ist schon ein großer Mehrwert dieser Geräte. Ja, jetzt sind wir ein bisschen bei der technischen Komponente, weil ohne Technik geht es leider nicht. Über die ersten drei Punkte werde ich schnell drüber hinweggehen. Da könnte man tagelang diskutieren. Wir haben unsere Android-Betriebssysteme entschieden. Die Frage ist dann, verwendet man eine Tastatur dazu? Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man mehr Daten eingeben will, vor allem Texte. Ein Headset würde ich auf alle Fälle empfehlen, weil wenn man sich irgendetwas anhört auf dem Tablet, dann sind die anderen Schüler und Schülerinnen nicht gestört. Und was auch sehr hilfreich ist, das unterscheidet jetzt zum Beispiel unsere beiden Schulen. Andrea, wir haben leider Tablets ohne Stifte, ihr habt Tablet mit Stifte, und mit Stiften ist einfach die Bedienung der Tablets wesentlich komfortabler. Ja, dann braucht man entsprechendes WLAN, und bei WLAN kann ich eigentlich nur empfehlen von der Firma Ubiquiti die Unify-Geräte. Das ist wirklich ein Profi-Gerät. Das kann man auch sehr gut warten. Man kann es zentral konfigurieren, und das ist wirklich ein Profi-Gerät. Alle anderen Router oder alle anderen Access Points kann man eigentlich fast vergessen, weil die nicht für den Profi-Einsatz, wie wir ihn in der Schule brauchen, geeignet sind. Ja, und dann sollte man noch ein eigenes WLAN für die Tablets installieren, sodass also die Tablets einen eigenen WLAN-Zugang haben, sodass nicht andere diesen Zugang beschränken, weil vielleicht gerade 10 andere Schüler mit ihren Smartphones irgendwelche Videos herunterladen und dadurch der Lernfluss mit den Tablets gestört ist. Ja, das Aufsetzen der Geräte, Übertragung auf Filme, da kommen wir später noch ein bisschen genauer dazu, und die Administration und das Support, das sollte natürlich geklärt werden. Und noch ein Tipp, wenn man ein Tablet kauft, nicht unbedingt auf den Preis schauen, nämlich wer billig kauft, kauft oft teuer. Da sollte man schauen, dass man schon etwas großzügigere Sponsoren findet, sodass wirklich gute Geräteschule zum Einsatz kommen. Ja, Andreas, sagst du noch etwas zur Technik? Ja, ich möchte hier einfach nochmal zeigen, wie also das in unserem Tablet-Raum ausschaut. Also wir haben das so gestartet, wir haben ein Klassenzimmer als Tablet-Klasse ausgestattet. Wir haben da, wie Sie auf der linken Seite oben sehen, einen eigenen Router. Dann haben wir ein E-Board. Es geht aber auch mit einem ganz normalen Beamer, mit einer Leinwand. Und dann haben wir rechts auch einen eigenen Kasten, in dem die Tablets dann versperrt werden und auch aufgeladen werden können. Das ist natürlich schon eine sehr exklusive Lösung, die wir gewonnen haben, muss ich dazu sagen, bei einem Wettbewerb. Es gibt da auch ganz einfachere Lösungen. Also das ist auch wichtig, dass man sich überlegt, wo werden die Tablets versperrt und wie können sie am besten und am schnellsten aufgeladen werden. Dann sehen Sie auch hier noch weiter unten, auf der linken Seite eine Tastatur. Also wir haben uns da dazu entschieden, auch Tablets zu haben, die auch dann in eine Tastatur hineingesteckt werden. Die Schüler schreiben sehr gerne mit der Tastatur. Und in der Mitte unten sehen Sie die Rückseite eines Tablets mit einem roten Punkt. Und dieser rote Punkt, das ist die Nummer. Jedes Tablet von uns ist nummeriert. Wir haben also 25 Tablets. Und jeder Schüler, also bei uns können die Schüler, egal von welcher Klasse und Schulstufe, diesen Tablet-Raum, Tablets nutzen. Sie müssen sich in eine Liste eintragen. Und wenn dann die Schüler von der Klasse 2a die Tablets nutzen, dann hat der Schüler mit der Katalognummer 3 das Tablet Nummer 3. Und der Schüler von der 4b, der die Katalognummer 5 hat, hat das Tablet Nummer 5. Also egal, mit welcher Klasse man drinnen ist, es ist immer der Schüler, das Tablet mit der Nummer haben, wie die Katalognummer auch lautet. Also es wäre ideal, wenn man 25 Tablets zur Verfügung hätte. In Klassenstärke. Und wir haben das so gehandhabt, auch dass also wie eine Liste in diesem Tabletraum aufliegt, dass die Lehrperson dann immer nachschauen kann, welche Katalognummer haben die Schüler. Und so kann man auch ein bisschen überprüfen, also was damit gemacht wird. Ja, ja, jetzt wäre es sicher für unsere Teilnehmerinnen noch interessant, Andrea. Ihr habt eure Ausrüstung ja gewonnen. Was muss man denn rechnen an einer Schule, wenn man 25 Tablets, Beamer vielleicht dazu, Ladestation und so einen Wagen
ankauft. Was würdest du sagen, in welchem Preisbereich bewegt man sich? Also das, was Sie da sehen, das ist also mit einem E-Board, also 75 Zoll und mit einem Dongle. Schon mal ohne E-Board, das ist natürlich Standard. Das wäre jetzt natürlich fast 40.000, aber keine Angst, so viel brauchen Sie nicht auszugeben. Ich kenne inzwischen einige Schulen in Tirol, die mit 10.000 Euro auskommen. Die haben da auch sogar einen versperrbaren Schrank dabei, haben 25 Tablets und mit Tastatur sogar, also 10.000 Euro ist in etwa das, was man mindestens ausgeben muss. Ja, also liebe Teilnehmer, morgen zum Herrn Direktor und anmelden, 10.000 Euro in das nächste Budget für 25 Tablets mit dem Ganzen drumherum. Ja, und Klaus, einen Satz muss ich noch sagen, weil ein Teilnehmer da geschrieben hat, eben Tablets, das hat der Istvan geschrieben, Tablets mit Stiften sind spitze und da kann ich dir vollkommen recht geben, lieber Istvan, genauso ist es. Also ich würde, wenn ich mir Tablets noch einmal kaufen müsste, unbedingt Tablets mit Stiften verwenden. Also die Stifte sind wirklich sehr gut, gerade bei diesen Tablets, die wir hier sehen. Also diese Samsung-Tablets sind wirklich ausgezeichnet. Die Schüler können damit zeichnen, sie können auch schreiben, sie können die Tablets als digitales Schulübungsheft verwenden. Es gibt also viele Möglichkeiten. Ich möchte die Stifte jedenfalls nicht missen. Bildschirm-Mirroring. Das ist das ganz ein wichtiger Punkt. Und zwar, man kann dann von jedem Tablet aus das, was auf dem Tablet drauf ist, auf den Beamer oder auf einen Fernsehapparat übertragen. Und das geht ganz einfach. Am einfachsten geht es also mit Mirrorcast. Ein so kleiner Teil, das ist da rechts abgebildet, den steckt man dann einfach in den HDMI-Port des Fernsehers oder Beamers und man kann dann den ganzen Bildschirm auf den Beamer oder den Fernsehapparat übertragen. Ja, und wir haben es eh schon gesprochen, es gibt also mehrere Überlegungen, die man also anstellen sollte, bevor man sich entscheidet, Tablets in der Schule einzusetzen. So wie wir haben eben die Tablets gewonnen oder auch angekauft. Das heißt, für alle Schüler verfügbar, es gibt einen eigenen Tablet-Raum. Ein anderer Ansatz wäre auch jener, den ich auch sehr empfehlen kann, den 1:1-Ansatz. Das heißt, die Tablets werden zwar durch die Schule angekauft oder vom Ministerium zur Verfügung gestellt und jedes Kind hat sein eigenes Tablet. Das ist natürlich dann der optimale Zustand, denke ich mir. Und die dritte Möglichkeit, es gibt auch einige Schulen schon bei uns in Tirol, Bring Your Own Device, also die mit ganz verschiedenen Betriebssystemen arbeiten, aber auch sehr gut damit zurechtkommen. Also da haben diese Schulen auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, und die Checkliste noch einmal hier zusammengefasst. Vielleicht kannst du sie sagen, ja, Klaus. Ja, also einmal die Nummerierung der Tablets, dann die Nutzerlisten, die entsprechenden Accounts und die entsprechenden Apps, die installiert wurden. Was noch wichtig ist, ist die Multiple Device Management-Geschichte, und zwar, dass man die Tablets dann managen kann. Da gibt es also unterschiedliche Ansätze. Am einfachsten ist das Ganze über Google zu erledigen. Cloud-Dienste sollten auch verwendet werden. Ich gehe davon aus, dass jeder unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen weiß, was Cloud-Dienste sind. Das heißt, ich lade bestimmte Dateien irgendwo ins Internet, also in die Cloud. Und wenn man sowas verwenden will, wäre es angebracht, dass man vorher entsprechende Einverständniserklärungen der Eltern einholt, weil man ja nie genau weiß, wo diese Daten dann abgespeichert werden und wer unter Umständen irgendwann einmal drauf Zugriff hat. Wenn das Ganze anonymisiert ist, also es ist nur Tablet 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, dann sind ja keine Rückschlüsse möglich, aber wenn irgendwo Namen aufscheinen, dann ist es sehr wichtig, meiner Meinung nach, und Andrea, da wirst du mir zustimmen, dass man so eine Einverständniserklärung von den Eltern verlangt. Diese ist vom Landesschulrat in Tirol zur Verfügung gestellt worden. Da haben die Juristen monatelang drüber gekopft, bis wir diese endlich erhalten haben. Ich kann mir vorstellen, dass man das in anderen Bundesländern auch hernehmen kann. Oder es gibt vielleicht wieder Juristen, die ganz was anderes dann vorschlagen. Ja, also wenn Sie dann diesen Text haben wollen, wir zeigen Ihnen dann eine Webseite, wo alle diese Unterlagen, die wir Ihnen jetzt hier zeigen, eben dafür Sie noch einmal gesammelt zur Verfügung stehen.
Und ich gehe jetzt weiter auf die nächste Seite. Du hast es gesagt, Klaus, also man muss gewisse Verhaltensregeln und Verhaltensvereinbarungen mit den Schülern treffen. Das ist einmal ganz wichtig. Und hier gibt es eine ganz nette Seite, eben eine Checkliste für Tablet-Klasse zur Verfügung gestellt von der Edo Group. Und ich habe mit meinen Schülern eben diese 7 Verhaltensregeln oder Nutzungsbedingungen sind sie eigentlich auch umgesetzt. Und das möchten wir Ihnen jetzt zeigen, was Schüler eben beachten sollten, wenn sie eben das mit Tablets arbeiten. Ja, ich gehe jetzt wieder. Dazu wechseln wir wieder in den Monitor. Genau. Ich gehe wieder auf meinen anderen Monitor und Sie werden jetzt gleich sehen. Wir kommen dann auf eine YouTube-Seite und ich, Moment, ich schalte dazu, eine YouTube-Seite, wo also hier diese 7 Regeln hier von meinen Schülerinnen und Schülern eben mit einem Programm, Viva Video heißt das, als Stop-Motion-Filme sozusagen umgesetzt wurden. Und ein solches Video darf ich Ihnen eben hier herzeigen. Es geht hier ums Händewaschen. Das, was Sie jetzt nicht hören, das ist auch eine Musik, die im Hintergrund läuft. Also die haben die Schülerinnen und Schüler hinaufgeladen. Die Schüler haben selber also dazu diesen Satz dann ein kleines Drehbuch gemacht, haben sich überlegt, wie sie was fotografieren, Kamerastandpunkt, die Reihenfolge. Und haben dann mit dieser App, wie gesagt, die heißt Viva Video, es gibt viele andere Apps, die das auch können, eben zu einer Fotostory zusammengefasst. Genau. Ich weiß nicht, ob man die Musik ein bisschen gehört hat, ich habe das versucht zu improvisieren. Ja, ich beende wieder meine Ansicht, Moment, und gehe wieder zurück auf unsere Präsentation, gehe auf die nächste. Ja, die Verhaltensvereinbarungen, da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Also wichtig ist einfach auch unter anderem, dass ohne ausdrückliche Erlaubnis der Lehrkraft werden keine Film-, Bild- oder Tonaufnahmen gemacht. Alle anderen Verhaltensvereinbarungen findet man dann im Netz. Da unten ist ein Link. Weiter möchte ich eigentlich da gar nicht drauf eingehen. Ja, und beim Cloud Computing, da unterscheiden wir zwei uns jetzt an unseren Schulen, und zwar in der Form, dass bei uns alle Tablets den gleichen Benutzer verwenden und das ist bei euch, Andrea, an eurer Schule anders. So ist es. Also bei uns hat jedes Tablet einen eigenen Account. Also wir haben Google Apps in Verwendung und nicht personalisierte Accounts. Das heißt, wir haben bei Google Apps for Education, haben wir eben da angefragt und kostenlose Accounts für unsere Geräte bekommen. Also so heißt zum Beispiel ein Account Tablet 1 at NMS Jenbach, so heißt unsere Schule zum Beispiel. Man braucht also eine Schuldomain. Und dann kann man verschiedene Nutzer anlegen und jedes Tablet ist dann ein Nutzer. Und wir verwenden ganz gerne eben Google Drive. Also Google Drive ist einfach auch ein Google-Paket, wo man also Dateien hochladen kann, Bilder, Texte schreiben kann gemeinsam und vieles mehr. Aber bei uns in der Schule ist auch die Dropbox im Einsatz, wo also die Schülerinnen und Schüler, gerade wenn sie jetzt diese Videos da gemacht haben, also diese dann hochladen können und dann für die Lehrpersonen sichtbar sind. Ja, der Vorteil ist, wenn man jetzt nur einen Benutzer anlegt, für alle Tablets denselben Benutzer, dann braucht man jede App nur einmal kaufen und kann sie auf allen Tablets verwenden. Das ist also der große finanzielle Vorteil, den man dadurch hat, wenn man nur einen Benutzer anlegt. Genau. Und wir verwenden auch ganz gern die Lernplattform Moodle. Es gibt verschiedene Lernplattformen und bei uns in Österreich am weitesten verbreitet ist die Lernplattform Moodle. Und wir haben da sehr gute Erfahrungen. Auch darauf kann man eben von den Tablets auch sehr gut zugreifen. Ich glaube, dass das mit LMS genauso gut gehen wird. Genau. Und ich habe schon angekündigt, Google Apps for Education. Also wenn Sie sich für Android-Tablets entscheiden, dann ist es unbedingt notwendig, Google Apps for Education wirklich zu installieren. Wie Sie das machen, das würde den Rahmen sprengen heute. Aber wir haben das vorbereitet für Sie und zwar gibt es da eine eigene Seite. Ich werde Ihnen auch dann zeigen, wo Sie die finden. Also auf zwei Seiten zusammengefasst, Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen können, wenn Sie sagen, Sie möchten eben Google und Sie möchten einen Google-Account haben. Also Google Apps for Education, eine Schritt für Schritt Anleitung. Hier unten, der Link führt dann zu dieser Seite. Und
Was auch gerne bei uns eingesetzt wird, ist, ich höre es irgendwie doppelt, also als Echo irgendwie funktioniert jetzt was nicht, aber ich höre es trotzdem weiter. Ich wollte nur mal kurz mich einschalten und ja, darauf hinweisen, dass im Chat eine Frage geblieben ist, unbeantwortet. Bei Viva Video steht als Hinweis, bei PEGI-Verwendung in Begleitung eines Erwachsenen gibt es hier eventuell Bedenken. Ja, ich bin ja eine Erwachsene als Lehrperson und ich begleite ja die Schüler. Die verwenden das ja nur in meinem Beisein. Ja? Also ich denke mir, deswegen ist es ohne unbedenklich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum das da drinnen steht. Naja, es was natürlich im Netz oft vorkommt, ist, dass dann Jugendliche irgendwelche Nacktfotos von sich veröffentlichen und das wird ja in der Klasse nicht passieren und deshalb, glaube ich, ist dieser Hinweis bei PEGI auf der Webseite, wenn man diese App herunterlädt. Genau, es wird also installiert und hochladen, ich glaube, das ist der springende Punkt, also die ganzen Filme oder diese Videos werden dann eben auf die Google Cloud oder die Dropbox hochgeladen. Ich als Lehrperson schaue mir diese Videos genau an und ich lade sie dann mit meinem Account dann auf YouTube hoch. Und deswegen finden Sie auch diese Filme auf YouTube. Also das machen dann nicht die Schülerinnen und Schüler, sondern das mache ich dann als Lehrperson. Und wir haben da eben einen eigenen Zugang auf YouTube von unserer Schule aus. Aber das mache ich immer. Ich glaube, damit ist diese Frage auch beantwortet. Google Apps for Education und Google Classroom hängen zusammen. Google Classroom ist auch eine Art Lernplattform, die ich sehr empfehlen kann, die sehr bedienerfreundlich ist und ja, ganz einfach zu bedienen ist. Und so könnte hier, man sieht es leider nicht sehr gut, so könnte eine Seite oder so schaut eine Seite aus. Also auch hier werden den Schülerinnen und Schülern Arbeitsaufträge zur Verfügung gestellt, die sie dann hier hochladen. Der Lehrer gibt dann ein Feedback und Lehrperson oder Schüler können dann eben Kommentare hinzufügen. Also wichtig ist auch, wenn man Tablets verwendet, diese Tablets im sinnvollen Wechsel einzusetzen. Das heißt, bei uns ist es so, die Tablets liegen meistens auf der Bank umgedreht, also das heißt mit der Oberfläche nach unten, mit dem Bildschirm nach unten und werden dann immer eingesetzt, wenn es eben notwendig ist, wenn man was recherchieren muss oder wenn irgendeine Online-Aufgabe notwendig ist oder irgendwas dokumentiert wird und dergleichen mehr. Oder für Gruppenarbeit oder Projektarbeit. Also für die Schüler ist das schon selbstverständlich, diese Tablets zu nutzen. Und wie ich schon anfangs erwähnt habe, wenn Sie beginnen, also mit Tablets zu unterrichten, dann macht es Sinn, am Anfang die Tablets nur kurz einzusetzen, also kurze, präzise Sequenzen einfach zu planen und nicht die ganze Stunde nur mit den Tablets zu arbeiten. Und Sie beginnen also mit vertrauten Übungen, eben mit solchen QR-Codes, wie wir es hier sehen, auf dem rechten Bild, das Sie vorbereiten. Die Schüler scannen das ein, kommen dann zu einer Aufgabe, zu einer Online-Aufgabe oder zu einem Video, das sie sich anschauen. Also wichtig ist einfach, die Apps gezielt einzusetzen und Sie werden sehen, Sie brauchen gar nicht so viele Apps. Also es genügt eigentlich am Anfang einfach, die Online-Funktion auszuschöpfen. Es gibt so viele wunderbare Übungen im Internet, die also auf dem Tablet hier gelöst werden können. Ja, und was an sich total sinnvoll ist, vor allem bei Tablets, dass man wechselt in den entsprechenden Unterrichtsformen von Projektarbeit, Gruppenarbeit, Einzelarbeit, aber auch, was auch möglich ist mit Tablets, ist Frontalunterricht, dass einzelne Schüler irgendwelche Lerninhalte erarbeiten und diese dann den anderen Schülern präsentieren. Ja, worauf ich besonders hinweisen will, ist das Edu Basel. Edu Basel wurde von Alois Bachinger in die Welt gebracht, aus der Taufe gehoben. Bei Edu Basel gibt es momentan über 3600 so kleine Übungen und diese Übungen sind also nicht nur für die Mittelschule verfügbar, sondern auch für die Grundschule. Für ganz viele Fächer, meistens hat Alois Bachinger natürlich für Mathematik Edu Basel erstellt und erstellen lassen. Und da kann man einfach auf diese Webseite gehen und kann diese Basels, diese kleinen Lerneinheiten hier für die Schüler verbinden. Am besten mit einem QR-Code. Andrea, wenn du vielleicht einfach eines dieser Edu Basels öffnest, ja, man sieht hier die entsprechende Zuordnung und was jetzt für die Lehrer wichtig ist, wenn du, Andrea, oben ganz kurz auf Autor und Link draufklickst,
darinnen findet sich jeweils ein QR-Code und der entsprechende Link. Den Link kann ich verwenden, um dieses EduBastel in einer Lernplattform einzubinden. Den QR-Code würde ich verwenden, um über ein Tablet auf die entsprechende Übung zu kommen. Ja, und die Schüler können das einfach auf dem Tablet mit dem Finger auf den richtigen Platz ziehen. Und wenn es stimmt, bleibt es dort. Wenn es nicht stimmt, geht es retour. Und es gibt dann aber die Rückmeldung, vor allem wenn man sich angemeldet hat als Lehrer, wo dann der Lehrer sieht, wie viele falsche Versuche sind denn gemacht worden. Ja, kehren wir wieder zurück. Also EduBastel kann ich wirklich empfehlen. Ganz eine tolle Geschichte. Das wäre aber selber, glaube ich, eine E-Lecture schon wert. Da bräuchte man wahrscheinlich eine Stunde, um darüber zu reden. Ich habe das jetzt also nur ganz kurz angerissen. Ja, und du wolltest gerne noch etwas zur Learning-App sagen. Genau. Also auch eine ganz empfehlenswerte Sammlung von Online-Übungen für Schülerinnen und Schüler zum Lernen sind die sogenannten Learning-Apps. Learning-Apps.org, eine Seite, eine Bauseite mit verschiedenen Bausteinen hier. Und man kann jetzt sagen, also ich möchte jetzt gewisse Apps suchen oder Lerneinheiten suchen, zum Beispiel die Themen zum Thema Fabel. Also das gibt es für Deutsch, Mathe, Englisch, für alle Fächer gibt es also hier verschiedene Beispiele. Und ich habe also hier auch ein Beispiel, die Fabel, ich kann das anklicken und die Schülerinnen und Schüler können eben dann hier das zuordnen. Es gibt verschiedene Kategorien, angefangen von Zuordnungsübungen hier über Lückentexte, Hangman und dergleichen mehr. Und Sie sehen auf der rechten Seite unten wieder den QR-Code und auch einen Link, wenn Sie das einfach mit der Lernplattform eben verlinken wollen. Ja, ich glaube, da werden wir jetzt unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht allzu viel Neues sagen mit den Learning Apps. Also es ist wirklich ganz eine tolle Geschichte. Ja, und du wolltest noch ein Arbeitsblatt vorzeigen. Genau, und also wir arbeiten sehr gerne mit diesen QR-Codes und ich habe Ihnen hier ein Arbeitsblatt eingeblendet, wo man also sieht, da ist eine Kombination zwischen Texten und eben diesen QR-Codes und die Schüler müssen beim ersten Beispiel hier eben den QR-Code wieder einscannen, sich das Video anschauen und dann versuchen, eben hier auf diesem Word-Dokument, wo die punktierten Linien sind, also das Belegten sind, das mit dem richtigen Wort zu ergänzen. Haben einen Arbeitsauftrag bis nach unten und machen dann auch Learning-Apps-Übungen, geben das dann ab und sollten so also wirklich einen Mehrwert haben, einen Lernerfolg haben. Ja, im Chat hat ja jemand geschrieben, dass da auch Mist dabei ist. Man muss sich das vorher anschauen. Jetzt weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Das sind wahrscheinlich die Learning-Apps. Ja, ja. Weil bei EduBastel ist es so, dass ein Redaktionsteam dahinter ist, dass alle diese Beispiele prüft. Bei Learning Apps kann ja jeder Beispiele hochladen. Da muss ich dem entsprechenden, ich weiß jetzt, sehe es nicht von da aus, wer das geschrieben hat, recht geben. Also da ist wirklich auch Mist dabei. Also unbedingt vorher anschauen, was da drinnen ist. Aber wie gesagt, diese Learning Apps können also von den Lehrpersonen selber erstellt werden und sogar von den Schülerinnen und Schülern. Und ich schaue mir dann die Learning Apps immer an, bevor ich dann hochlade von meinen Schülern und so damit anderen Schülern auch zur Verfügung stelle. Also wir könnten hier noch stundenlang so weiterreden, Klaus, denke ich mir. Es gäbe noch so viele Dinge, die man mit Tablets eben machen kann, aber eine Stunde ist also sehr begrenzt. Und deshalb möchte ich gleich weitergehen und Ihnen die Seite zeigen, hier, wo Sie den Link noch einmal, den schicke ich Ihnen jetzt gleich hier im Chat auch noch einmal, wo Sie also alle diese Unterlagen, die Sie von uns jetzt bekommen haben, also wo auch die Präsentation zu finden ist, hier gleich in der Mitte links sehen Sie Präsentation, diese Folien sehen Sie hier. Sie sehen noch einmal die ganzen Schritte, die man eben beachten sollte, wenn man eben vorbereitet den Einsatz in der Schule. Sie sehen hier auch noch einmal das, was alles an Verhaltensregeln zu berücksichtigen ist, auch diese Mustervorlage, die man an die Eltern schicken kann, auch diese Videoclips, die wir schon gezeigt haben, sind auf dieser Seite. Und was für Sie vielleicht ganz interessant ist, hier sind auch praktische Beispiele, wie man also konkret die Tablets in verschiedenen Fächern einsetzen kann. Und auch eine Sammlung von Apps, die wir empfehlen, also wenn Sie das installieren wollen, was wir empfehlen, wenn es um Video geht, um Kamera, um Animationen, um QR-Codes, Whiteboard-Apps, Cloud-Speicher, also auch diese Cloud-Speicher sind hier noch einmal
und auch Unterrichtsideen, wozu oder wie diese Cloud-Speicher eben eingesetzt werden können. Ich scroll weiter nach unten, es ist ein ganz langer Moodle-Kurs eigentlich, wo wir das alles gespeichert haben. Und weiter unten sehen Sie dann noch eine Sammlung, es wird also ein bisschen schnell gehen, eine Sammlung für die einzelnen Fächer, also im Deutschunterricht. Welche Apps würden wir im Deutschunterricht empfehlen? Welche im Mathematikunterricht? Welche im Englischunterricht? Also diese Apps, die Sie hier sehen, haben wir alle auf unseren Tablets eben installiert. Ja, weil es gibt ja so viele Apps und wenn man die alle selber testen will, um dann die richtigen zu installieren, das erfordert sehr viel Zeitaufwand und deshalb würde ich einfach allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern raten, sich uns an unsere Empfehlungen zu halten, weil wir haben das alles getestet und alles erprobt und dann muss man keine großen Irrwege gehen. Ja, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und freuen uns, sehen wir uns irgendwann wieder mal bei einer E-Lecture. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ebenfalls danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war was Interessantes für Sie dabei und vielleicht bis zu einem anderen Mal. Herzlichen Dank.